Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft After Humans. Wir schauen wieder auf unseren freundlichen Zettel oder auf unseren nützlichen Zettel, freundlich ist er nicht, und gucken mal, was wir so alles machen wollen heute. Und da wir als allererstes eigentlich unseren Reaktorraum bauen wollen in unserer neuen Höhle, würde ich sagen, wir kümmern uns mal um die Thermogeneratoren. Dazu müssen wir ein paar Ressourcen herstellen. Und dafür brauchen wir jetzt quasi eine Maschine, die automatisch Schneebälle herstellt und uns diese dann zu Bliss Powder macht. Und wir brauchen einen Cyanide Reprocessor und aus dem Bliss Powder können wir dann Kyrotium, müssen wir dann gucken, können wir das herstellen und mit dem können wir dann Packed Ice machen und den Reprocessor brauchen wir. Also, ich würde sagen, wir fangen mit dem Cyanide Reprocessor an, weil der ist relativ easy gemacht. Cyanid Reprocessor, der kommt von Big Reactors. Und ihr seht ja, das müssten wir eigentlich sogar alles da haben. Zack, haben wir. Wunderbar. So, der braucht Strom logischerweise. Und der braucht auch einen Exportbus. Nee, braucht er nicht. Nö, braucht er nicht. Wir setzen ihn einfach hierher. Er bekommt Strom, jawohl. Und dann sagen wir, oben geht's rein. Ne, oben geht's rein und nach links geht's raus. Und dann brauchen wir unsere Item Conduits, wie immer. Die packen wir mal weg. Item Conduits, Energy Conduits. So. Das heißt, wir setzen da oben eine Truhe drauf. Die kommt weg. Und gehen dann hier rüber mit unseren Items und. Gehen hier mal oben drüber. Was soll's? So, hallo? Warum musste ich jetzt Shift drücken? Weiß man nicht. So, Ranch. Zack, zack, den machen wir aus. Den machen wir aus. Die brauchen wir gerade aktuell nicht. Den machen wir aus. So, hier kommt Extract rein. Jawohl, das ist richtig. Und always active without signal. So, wunderbar. Da oben kommt Insert rein. Und wir brauchen eine Kiste. Chest. Und wir brauchen ganz viel Cyanid. Jawohl. Das ist das, war das Abfallprodukt quasi von dem Big Reactors. Wir können das. Daraus können wir aus einem Big Reactor quasi nochmal so Windturbinen und sowas bauen. Windturbinen ist jetzt Quatsch, aber Turbinen können wir bauen. Und wir können aber auch, und das machen wir jetzt, genau, wir könnten das Ganze auch noch, nicht, das machen wir nicht jetzt, sondern wir könnten das Ganze auch noch in den Reaktor wieder reinschmeißen, aber sobald wir das dann ein zweites Mal verbrennt haben, ist es weg. Oder wir machen wie jetzt quasi, nutzen das Ganze aus für, ich weiß gerade gar nicht, wie dieser Stoff heißt, der da rauskommt, sehen wir jetzt gleich. Der müsste jetzt eigentlich, er bekommt keine Energie. Moment, der braucht noch Wasser. Energie hat er. Er braucht noch Wasser. Wir bauen den woanders auf. Mein Fehler. Entschuldigung. Da müssen wir nochmal kurz umdisponieren. Zack, das muss weg. Ich hatte vergessen, dass der Wasser braucht. So. Er braucht Wasser, das heißt, die Leitung ist schon mal voll. Einmal. So. Und wir brauchen einen Aquius-Akkumulator dafür. Und den haben wir natürlich nicht, aber außen steht noch einer. Hier in dieser Wasserlutsche steht noch einer. Und den Lava Fabricator brauchen wir so oder so nicht mehr. So. Jetzt können wir ja im Endeffekt. Igneous Extruder brauchen wir auch nicht mehr. Das war unsere Obsidian-Maschine, aber die brauchen wir, wie gesagt, aktuell nicht. Und wir setzen jetzt einfach mal kurz den Cyanide Reprocessor hier hin. Nein, den Cyanide Reprocessor. Jetzt ist er da. Setzen wir mal da drauf. Und der müsste jetzt dann gleich Wasser bekommen. Ah, blau ist für Wasser, alles klar. Dann geht's. Erstmal Energie. Erstmal Energie. Send Item, okay. Wunderbar, Energie hat er auch. Und jetzt braucht er noch Items. Und da können wir ja eigentlich. Tülü, tülü. Wir setzen die Chest einfach mal oben drauf. Hallo. Also, weil er keinen Eingang hat, verbindet sich's noch nicht. Und wie gesagt, wir setzen hier oben eine Chest drauf. Und schmeißen das Cyanid hier rein. Und sagen jetzt Extract Active Without Signal. Und er kriegt oben, genau, den roten Eingang. Und nach rechts geht's raus.
So, ab in die Kiste. Da kommt unser Zenit rein. Wenn wir jetzt hier Insert machen, dann kümmert er sich drum. Hoppala. Und wir schauen gleich mal. Er macht uns aus dem Zenit. Plutonium, genau. Und das brauchen wir für Plutoniumblöcke. Ach, und ich komme hier oben nicht mehr rein. Mist. Aber da komme ich rein. Zum Glück haben wir noch ein Loch in der Wand. Können wir doch wieder abkürzen. Und ich muss jetzt den Angel Ring wegtun. Mann, das habe ich die ganze Zeit schon gesagt. Ein Bobbles Inventar ist der. Weg damit. Weil sonst nutze ich den einfach viel zu oft. Hallo? Muss ich echt die Hand leer haben dafür? Okay. Rein damit und wir machen unsere schöne Klappe wieder zu. Hallo? Klappe zu? Nein. Rein damit. Ach, ich komme mit dem Case noch nicht so klar. Und Klappe zu. Hallo. Achso, wir müssen einfach nicht auf die Klappe, sondern auf das Ding. Okay, check ich. So. Genau. Der macht uns jetzt aus unserem Zyanid, macht er uns Plutonium. Und haben wir noch Fluid Conduits? Wisst ihr das? Wir schauen mal. Fluid Conduits. Fluid Conduits. Jawohl. Die haben wir noch. Das heißt, wir können uns jetzt mal kurz halt... Die müssten hier sein. Wunderbar. Das heißt, wir disponieren nochmal um. Ja, wir disponieren nochmal um. Du bist auch blöd, ne? Ne, passt schon. Wir machen den nochmal weg. So, und jetzt schauen wir mal. Wir brauchen den Aqueous Akkumulator. Der pumpt uns das Wasser hier aus der Lutsche und die Schafe sind nervig. Boah, Wahnsinn. So, und dazu brauchen wir jetzt quasi die Fluid Conduits. Bin ich jetzt so weit reingebuddelt hier? Hm, bist du doch eigentlich rein theoretisch sogar. Ja, das sollte reichen. So, und wie gesagt, Fluid Conduit. Ups, den packen wir jetzt hier unten ran. Zack. Und dann sagen wir. Er kriegt nicht. Doch, er kriegt immer noch von unten Wasser, alles cool. Und kriegt er auch schon. Perfekt. Das heißt, die. Na, obwohl, wir können eigentlich alle Ausgänge offen lassen, ist ja gut. So. Der geht jetzt aber hier auch nochmal weg. Okay, vielleicht auch nicht. Andererseits klar, wieso. Aber wieso verbindet er sich überhaupt? Okay, weiß ich jetzt nicht, aber wir gehen jetzt mal hier mit dem Fluid weg. Mit dem Wasser meine ich einfach. Hier können wir mit der Ranch den hier deaktivieren. Ja, das können wir machen. Hallo? Deaktivieren, wunderbar. So. Und dann sagen wir, der Aqueous Akkumulator kriegt kein Wasser. Wieso nicht? Ach! Ja, habe ich einen Fehler gemacht? Alter. Gottes Willen ist das laut. Da wir jetzt ein Konduit haben, ist da unten auch kein Wasser und der Aqueous Akkumulator braucht eine unendliche Wasserquelle quasi. Das heißt, wir setzen hier jetzt nochmal ein Wasser hin. Kommen wir unten nicht an, aber jetzt. Weil sonst kann der kein Wasser holen. Dafür brauchen wir ein Bucket. Bucket haben wir. Und dann die unendliche Wasserquelle. Und zack. Setzen wir einfach nochmal Wasser rein. So. Die Erde kommt auch noch hin. Zack, zack. Und jetzt müsste das Ganze wieder laufen. Nein, immer noch nicht. Ha! Okay, gucken wir mal kurz. Nein, was ist gut? Hallo? Zack. Und das da hinten. Zack. Hallo? Was stimmt hier nicht? Sieht irgendwie alles sehr, sehr seltsam aus. Wasser ist manchmal schon etwas rätselhaft. So, Moment. So, ich nehme jetzt einfach. Wir machen das ganz schimmerhaft. Wir versuchen hier keine Wasserphysik auszunutzen, wollte ich gerade noch sagen. Und er kriegt immer noch kein Wasser. Weil da keins ist. Was mache ich gerade falsch? Jetzt hat er's. Okay. So, jetzt haben wir hier Wasser. Und jetzt brauchen wir die anderen Maschinen. Also Plutonium haben wir. Das ist ein sehr heißes Material, deswegen brauchen wir es. Und jetzt bauen wir. Also, Zenit Reprocessor haben wir. Und jetzt brauchen wir die Snowball-Maschine. Und die ist. Also davon brauchen wir zwei. Und das ist im Endeffekt der Glacial. Hier ist er. Glacial Precipitator. Ja.
So, wie gesagt, wir brauchen 4. Precipitator. Glacial Precipitator. Irgendwie so. Davon brauchen wir 2, nicht 4. Zack. Invar haben wir. Machine Frames haben wir. Pistons haben wir. So, Basic Machine Frames. Tin. Tin Gear. Komm, wir machen gleich mal, was weiß ich. So ein paar halt. Und der Basic Machine Frame fehlt uns. Zack. Und wir können den zweiten bauen. Wieso brauchen wir 2? Weil wir jetzt quasi 2 verschiedene Items brauchen. Wir brauchen einmal Eis aus der Maschine. Und dieses Eis geht dann... Das ist einmal das und dann brauchen wir Schneebälle aus dem anderen Glacier. Wir könnten es auch nacheinander herstellen, aber pff, ist wurscht. Haben wir halt 2 davon. Das ist halb so wild. So, und davon brauchen wir jetzt wie gesagt 2. Einer, der einfach nur Schneebälle herstellt. Das ist okay. Was haben wir jetzt hier? Igneous Extruder brauchen wir nicht mehr. Glacier, so. Und der kriegt Wasser. Nein, kriegt er nicht, weil er hinten einen Eingang hat. Jetzt kriegt er Wasser und der hat auch kein Wasser. So, jetzt haben beide Wasser. Wunderbar. Warte mal, hier links. Wir resetten mal hier alles, damit das auch seine Richtigkeit hat. Der kriegt es von rechts. So. Gut, der ist auf Schneebälle eingestellt. Das passt. Auf Eis stellen wir den an. Entschuldigt. Und der steht auf Schneebällen. Das ist wunderbar. Dann brauchen wir hier... Also, wir brauchen... Die Schneebälle werden in einen Fluid Transposer gesteckt. Und eigentlich können wir den da oben nehmen jetzt dafür. Ne? Ich glaube, wir brauchen den so schnell nicht mehr. Und wenn, dann können wir auch mal die Kette da unten unterbrechen. Und wir brauchen den Magma Crucible. Den brauchen wir auch. So. Das heißt, wir brauchen den Fluid Transposer in der Mitte. Der kriegt von links Schneebälle. Und von rechts kriegt er was. Und nach oben packt er die Items raus. Und zwar von links, wie gesagt, Schneebälle. Und von rechts bekommt er... Was haben wir noch? Wir haben das Eis drin. Das heißt, wir brauchen Magma Crucible. Magma Crucible... Da ist er doch. Jawohl, hatte ich schon richtig in der Hand. Magma Crucible hat links seinen Ausgang und kann rechts seinen Eingang haben eigentlich. Genau, das heißt, wir können hier eine Kiste hinstellen, wo wir das Redstone reinpacken können. Genau, also wir müssen jetzt Redstone hier schmelzen quasi. Und genau, also er kriegt von rechts Redstone, geht rein, macht es zu Destabilized Redstone und pumpt es hier in den Fluid Transposer. Der hat hier rechts seinen Eingang und von links kommen die Schneebälle. So, jetzt braucht das Ganze natürlich Saft. Den kriegt er auch von uns. So, ich würde sagen, wir legen das einfach hier so. Also, Moment mal, wir können das an den Fluid Conduits eigentlich vorbeilegen. Dann sparen wir uns wieder ein Kabel. Also mit reinlegen so. Zack, zack. Die zwei haben jetzt Saft. Dann gehen wir einfach. Gehen wir unten durch. Ja, komm, wir gehen unten durch. Ansonsten ist es blöd. So, und da können wir eigentlich wieder kurz Erde hinmachen. Dann nervt es sie gerade nicht. So. Zack, zack. So, und wie gesagt, wir gehen unten durch, haben wir gesagt. Also geht dann hier auch kein Wasser mehr durch. So, jetzt haben die alle. Jetzt haben die alle Saft. Und der muss sie noch nach rechts ausgeben. So. Genau. Sind hier Schneebälle drin? Wunderbar. Dann packen wir hier mal wieder alles mit Erde zu. Gut, das können wir nicht zubauen. Alles gut, ist ja auch nur provisorisch, wie alles so, was ich so an Technik gerade baue. Schlimm, schlimm, schlimm. So. Jetzt haben wir das. Das heißt, wir brauchen noch unser Redstone. Packen das mal wieder rein. Das brauchen wir gerade nicht. Lavaflöcke, okay, das ist Quatsch. Die Beine brauchen wir nicht. Dirt brauchen wir nicht. Conduits lassen wir wie immer da. Genau, den Rest lassen wir da. Und jetzt machen wir unser Inventar voll mit Redstone. Zack. Und gucken mal, dass das hier in der Kiste liegt. So, nein, ich wollte nicht alles reinpacken. So. Upsa, jetzt habe ich ihn gedreht. So, er ist aber tatsächlich nicht so schlau, okay. Er ist nicht so schlau, dass er sich hier einfach das Ganze rauszieht. Das heißt, wir brauchen noch einen Item-Conduit.
sagen, always active, mit dem Extract, hier soll es rein. Und jetzt packen wir den Redstone an. So, und jetzt geht's in den Magma Crucible, wunderbar. Der schmelzt. Und hier müsste jetzt, ihr seht es ja schon, hier kommt das Destabilized Redstone rein und jetzt kommt hier Bliss Powder raus. Wunderbar. Hier hinten sollte schon lange Eis entstehen. Perfekt. Und beide dieser Items packen wir mal nach oben weg. Und hier in diese Truhe. So. Insert. Extract active without signal. Extract without signal. So. Genau, wunderbar. Und dieses Eis und dieses... Also wir müssen jetzt aus dem Kyrotheum Dust... wir brauchen jetzt... Also für was brauchen wir Bliss Powder? Schauen wir mal kurz. Bliss Powder brauchen wir... für Kyrotheum Dust, genau. Und da müssen wir jetzt nochmal Snowballs, Nita und Redstone reinpacken. Das heißt, ich glaube, das machen wir dann lieber mal alleine. Oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt dann zu komplex wird. Ich glaube, das craften wir dann per Hand. Und packen dann hier das komplette Destabilized Redstone, wenn wir mal einen Stack haben, in das Eis rein. Also Eis haben wir jetzt schon relativ viel. Bliss Powder dauert ein bisschen länger, die Herstellung. Da gucken wir jetzt dann gleich mal. Und dann packen wir das rein. Hätten wir das, Bliss Powder Maschine, soweit haben wir es, können wir sie abhaken. Und was wir jetzt noch schnell machen können, ist eine kleine Holzfarm bauen. Und das läuft im Endeffekt wieder mal mit einem Planter. Mit einem Planter. Fehlt uns natürlich wieder alles. Kupfergier. Zwei. Dann die blöde Fackel. Wir brauchen ein Basic Machine Frame und ein Flower Pot. Dafür fehlen uns Bricks. Wie bauen wir nochmal Bricks? Ich glaube Clay braten, genau. Das heißt, wir brauchen schnell zwei Clay. Ab in den Redstone Furnace. Hier ist er. So, das können wir schon mal weiterbauen. Was fehlt uns noch? Okay, echt tatsächlich nur noch das Dingens hier. Einen haben wir schon. So, da ist der zweite. Rein damit. Und dann haben wir unseren Planter. Wunderbar. Halt, der Harvester fehlt noch. Ich dachte schon, wir sind schon wieder fertig. Harvester. So, Goldgear können wir natürlich locker bauen. Können wir natürlich locker bauen und schon geht's nicht. Iron Ingot? Ah, okay, ich wollte gerade schon sagen. Also, wenn das Iron ausgeht, ist definitiv was falsch gelaufen. Gold verstehe ich noch. Andererseits, wir haben uns jetzt... Also, ich habe mir jetzt so strikt diesmal in diesem Let's Play an den QED gehalten, dass wir auch keinen Goldmangel mehr wirklich haben. Deswegen, ja. Ist Gold auch nicht mehr so der Wahnsinn. So, also ich crafte hier den Harvest. Das muss ich alles sehen. Das habt ihr alle schon mal gesehen. Das muss ich jetzt nicht bis ins letzte Detail erzählen. Dann nehmen wir mal Gravel mit. Ein Stack. Und Dirt, ein Stack. Ach, lieber mal von beiden zwei. Aber ich glaube, so viel brauchen wir tatsächlich gar nicht. Weil wir brauchen jetzt erstmal nur so eine kleine. Tesseract. Und eigentlich, komm, wir bauen noch einen Sludge-Boiler. Das können wir eigentlich langsam mal machen. Wir bauen jetzt nochmal einen Tesseract. Tesseract. Können wir schon einen Sludge-Boiler, einen zentralen bauen? Nee, können wir nicht. Nee, okay. Nee, bauen wir doch nicht. Das heißt, wir brauchen noch ein Void-Rohr. Warum können wir das noch nicht bauen? Oh Gott, da fehlt uns ja so viel. Enderium Ingot. Blaze Powder. So, Pyrotheum Dust, wie sieht's da aus? Pyro, oh weh. Wie sieht's mit Blaze Powder aus? Oh, der schaut gut aus. Okay. Ups. Wieder im Dingens gewesen. So, wir wollen Pyrotheum Dust herstellen. Und das haben wir doch alles. Also 10 Stück. So, ach Quatsch, den muss ich jetzt sogar mit rausnehmen. Pyrotheum Dust, Enderperlen. Enderperlen. Und wir brauchen Enderium. Base. So. Perfekt auf in den Alloy Smelter. So. Dann brauchen wir wieder mal das Glas. So, das war Obsidian und was? Luminum? Nee. Also, Hardenet Glas brauchen wir da. Hardenet! Ja, Hardenet. Warum ist einfach das so blau?
Das sieht ja komisch aus. Bevor ich jetzt einen Blödsinn baue. Tesseract. Harden Luminum. Harden Glass. Lead und Obsidian. Jetzt habe ich schon so aufgebaut, ich muss jedes Mal nachschauen. Ey. Schlimm. Pulverized Obsidian. Warte mal. Davon brauchen wir nur 16, ne? Und 64. Sollte dann genau aufgehen. So, dann gucken wir mal kurz. Können wir den dann schon bauen? Davon haben wir schon welche. Ach ne, Aloy-Smelter packt es noch nicht direkt ins ME-System. Das geht noch nicht. So. Tesseract Frame haben wir. Wir brauchen Enderperlen. Enderperlen 1, 2, 3, 4. Weil jetzt der. Weil jetzt der Magma Crucible natürlich belegt ist, nehmen wir halt einfach mal kurz hier die. Ups. Die nicht. Okay, kann ich nicht doppelklicken, oder? Kann ich? Nee, kann ich echt nicht. Muss ich jetzt alles. Ah, doch, jetzt ging's. Okay, wunderbar. Ich möchte die Enderperlen da drin haben. Die Tesseract Frame stellen wir mal hier rein. Zack. Und fangen wir mal mit unserer Baumfarm an. Und diese Baumfarm stellen wir hinten zu den Schafen, würde ich sagen. Komm, das machen wir so. Ups. So. Hinten zu den Schafen. Und wir fangen an. Wir brauchen wir überhaupt einen Tesseract? Wenn ich mir das so anschaue, könnte ich auch die Itemleitungen. Nee, komm mal. Leitungen sind so. Einen Harvester. Ein Harvester, der in diese Richtung zeigt. Hat ein 3 auf 3 Feld aktuell. Das heißt, wir hätten. Ah nee, wir müssen ein Upgrade machen, weil sonst ist das echt ein bisschen mau. 5 Bäume immer nur. Ich weiß ja nicht. Ist jetzt nicht so berauschend. So, der Baum muss weg. Wir machen ein kleines Upgrade dann rein. Das heißt, wir haben hier was. Zack, zack, zack. So, das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4 Felder nach vorne und. Achso, hier haben wir dann 5. Das heißt, da vorne fehlt noch was. Also dann 5 auf 5. Und wir setzen 2, 2. Wir setzen quasi hier den Planter rein. Zack, Planter rein. Und dann brauchen wir unseren Gravel. Aber nee, also noch nicht auf den Planter, aber den Rest können wir schon mal einsetzen. Oder geht es mit Gravel überhaupt? Ich glaube, er. Also ich glaube, der Planter setzt auf Gravel keinen Setzling. Warum machen wir das? Wenn er nämlich auf jedem Feld einen Setzling setzt, dann verbinden die sich zu Mammutbäumen und so. Und die kann der Harvester meistens nicht ganz abbauen. Was ziemlich nervig wäre. So. Wir brauchen den Harvester 1 weiter oben. Okay, da kommt dann logischerweise eine Chest rein. Aber wir machen es doch mit dem Tesseract. Komm, wir machen es mit dem Tesseract. Ist doch alles. Wie oft ich mich umentscheide, aber ist doch alles viel cooler mit Tesseract. So. Und wir gehen noch schnell was. Nochmal auf den Pen. Dann spawnt hier schon wieder nichts. Und geht uns auf den Geist. So. Gut. So. Unseren Tesseract können wir jetzt normalerweise begießen. Jawohl, das schaut gut aus. Ja, der Mikrobolem. Die muss ich echt mal deaktivieren, das ist ziemlich nervig. Resonant Ender. So, wie schaut's aus? Wie schaut's aus? Einmal abkühlen bitte, das dauert immer so ewig. Ah, okay. Wunderbar. Hallo? Das hatten wir das letzte Mal schon, ne? Okay. Leere Hand hilft. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt. So. Dann machen wir hier. Das ist ein Tesseract Frame, da können wir gar nichts machen. Den müssen wir nämlich erst noch zu einem Tesseract zusammenbauen. So, jetzt haben wir gerade aufgesammelt. Hallo. Hier möchte ich rein. So. Tesseract. Tesseract. Ups, nein, ich möchte einen Tesseract bauen. Einfach. Und fertig. Achso, ja, genau. Signalum. Ich vergesse es jedes Mal. So, wir brauchen hier
Diese Nuggets, wie war das? Dann das hier unten und das hier oben. Oh, das kann doch nicht angehen, dass ich es echt jedes Mal vergesse. Okay, Signalum. Signalum Lock. Hier. Yeah. Ah, mit Bronze, alles klar. Zack, die drei Ingots da rein. Tesseract, fertig. Haben wir das. So, dann wollen wir unseren Tesseract natürlich auch setzen. Zack. Und diese absolut ekelhaften Saplings einsammeln. Zum Glück geht das jetzt mit dem Magneten leichter. Das ist echt ein Riesenvorteil. So. Der Planter braucht natürlich noch eine Leitung. Das heißt, wir gehen hier mal runter. Und... ja, daran habe ich natürlich jetzt nicht gedacht, dass das mit Gravel nicht so klug ist. Solange die Leitungen noch nicht liegen. So, da haben wir es. Ich würde gerne jetzt hier kurz das Loch wieder zumachen. Das ist ja viel zu weit. So, und dann brauchen wir unsere Conduits. Oh, ich drücke die falschen Knöpfe. So. Conduits, zack. Nein, nicht dahin. So, eins, zwei. Zwei, drei. Vier. Können wir das machen? Nee, können wir nicht. Wir müssen eins weiter zurück. So. Und zwar, weil wir sonst ja... sonst würde alles in den Tesseract reingepumpt und wir wollen unsere Saplings wieder hier im Planter haben. So. Also, hier machen wir Insert. Hier machen wir Always Active. Und hier machen wir dann auch ein Insert. Aber da brauchen wir noch einen Filter. Beziehungsweise, nee. Wir machen hier eine Blacklist rein. Mit den Saplings. So. Das heißt, haben wir noch einen Basic Item Filter? Basic. Ja, haben wir. Cool. Und wir brauchen irgendwelche Saplings. Was wäre denn, was wäre das? Schönes Holz. Oak wäre cool. Wir bauen jetzt gerade alles aus Fir. Was haben wir denn hier alles? Spruce. Spruce Wood ist ziemlich geil. Auch, also weil es ziemlich dunkel ist. Vielleicht wollen wir damit was bauen. Komm, wir bauen mal Spruce Wood. Wir bauen mit Spruce Wood. Wunderbar. So. Dann. Bone Meal hätten wir auch gleich mitnehmen können. Also, hier sagen wir Insert. Und dann brauchen wir einen Basic Item Filter, der eine Blacklist hat. Und zwar... nein, andersrum. Was mache ich denn? Basic Item Filter. Hier Insert. Blacklist. Spruce Sapling. Rest darfst du dir holen. Das heißt, wir gucken mal. Packen wir hier mal kurz die Saplings rein. Logischerweise, er hat ja noch kein Upgrade, plantet er jetzt nicht nur im Umkreis. Wir haben aber gerade eh nicht mehr Saplings, um es zu testen. Also es ist wurscht gerade noch. Wir wollen noch mal kurz unser Gravel haben. Zack. Haben wir unser Gravel. So, und jetzt müsste der rein theoretisch, wenn wir mal kurz das holen. Also, wieso hat er eigentlich Saft? Jetzt fällt es mal so auf, uns fehlen noch die Energy Conduits. Ach ja. Ich höre nie. Und ich habe den Tesseract noch nicht eingestellt. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt aber. Zack, zack. So, jetzt braucht der natürlich Private Items Query Marco Set. So. Jetzt müsste alles passen. Jetzt müssten beide Energie bekommen. Die Saplings gehen unten in den Planter rein. Der Rest geht in unser ME-System. Und jetzt gucken wir mal nach Bone Meal. Da haben wir noch ziemlich viel von den Fossilien von der ersten Quarry. Dann kommen wir noch ein Stack mit Bone Meal. So, und packen wir mal auf unsere Bäume. Und dann müsste der vom Harvester, der da hinten nicht, aber der da, abgeholzt werden. Abgeholzt werden. This machine has stuffed items. Okay, geht nicht so ganz. Er braucht tatsächlich eine Kiste. So. Geil. Okay. Er braucht tatsächlich eine Kiste, also setzen wir die Kiste hier an. Sonst sagt ihr am Ende noch, der erzählt uns total Blödsinn. So, wir brauchen unseren... dann machen wir es anders. Dann sagen wir hier
Das clearen wir und hier kommt eine Whitelist rein mit Spruce Saplings. Und Always Active. Und dann machen wir den Tesseract einfach daneben oder hier so hin. Zack, Tesseract. Dann können wir uns wahrscheinlich sogar das Stromkabel. Ne, können wir uns nicht sparen. Aber wenn wir das hier so hinsetzen. Haben beide Strom, vorausgesetzt wir machen das hier weg. Das da unten können wir auch wegmachen. So, zack. Jetzt müsst ihr wieder beide Strom haben. Und ihr seht schon, das Latsch geht relativ schnell voll. Den wollen wir natürlich ableiten. Und wir könnten eigentlich einen Tank mal bauen. Ich überziehe jetzt zwar wieder mal unsere Folge, aber was soll's. So. Da machen wir, das passiert halt leider bei Minecraft doch mal, dass ich mich hier ziemlich krass verschätze. Da haben wir jetzt unsere Whitelist rein, ne? Jawohl, Spruce Saplings gehen da rein. Und hier machen wir noch einen Basic Item Filter mit Spruce Saplings als Blacklist. Das war jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, aber ich glaube, sonst gehen die trotzdem ins NE-System manchmal und das wollen wir absolut nicht. Also schauen wir mal, hier Insert. Basic Item Filter, Blacklist, Spruce Sapling. Ansonsten geht alles rein. So. Gut. Das heißt, wenn wir jetzt hier wieder unsere Spruce Saplings reinhauen, sollten wir rausgehen und der Planter sollte planten. Wunderbar, das funktioniert. Und dann nehmen wir mal wieder die andere. Zack, bauen hier mal wieder was. Und dann sollte der Harvester abgehen und harvesten. Und der Planter hat schon wieder den nächsten geplantet. Klar, der hat einiges. Die werden automatisch rausgezogen, aber das Spruce wird tatsächlich gut. Wieso bleibt das Spruce und das Resin jetzt da drin? Blacklist? Spruce Sapling, der Rest sollte rausgezogen werden. Ach! Weil der nur, ja. Energy Mode Receive Only, Fluid Mode Blocked und Item Mode Send Only. Jetzt geht's wieder raus. Wunderbar, jetzt funktioniert unsere automatische Holzfarm schon. Wir müssen noch Upgrades machen und Void Fluid dran. Und genau, Void Fluid baue ich nochmal schnell mit euch. Obwohl ich euch das eigentlich auch schon mal gezeigt habe, ne? Void Fluid Pipe. Zack. Oh, da hätte ich sogar noch genug gehabt, glaube ich. Mist, was brauchen wir dafür? Okay, Cactus Green habe ich nicht. Ah, doch, jetzt. Wunderbar. Dann bauen wir daraus ein, was auch immer, und bauen eine Void Pipe. So, also Void Fluid Pipe in diesem Sinne. Und packen das an den Harvester. Zack. Sollte das Latsch wieder leer sein. Wunderbar. Wie gesagt, irgendwann bauen wir hier das Ganze, dass das Latsch sich eben hochbewegt. So, das heißt, wir können jetzt hier unseren Gravel draufsetzen, weil es funktioniert ja so, wie sie soll. Dann, wie gesagt, brauchen wir noch Upgrades und das war's dann aber auch. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe was vergessen. Weil ich vorher noch gesagt habe, dann machen wir das auch noch und ich überziehe die Folge. Ich weiß noch nicht mehr, was es war. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt hier. Wir haben noch die Holzfarm gebaut. Vielleicht steht es ja auf unserer Liste, was wir jetzt hier haben. Holzfarm, eine Kuhfarm wollte ich. Das schaffen wir auf jeden Fall nicht mehr. Das dauert länger. Ich weiß nicht so genau. Aber ich glaube, im nächsten Video kümmern wir jetzt dann uns um die Thermogeneratoren. Dann stelle ich die mal vor. Genau, ich mache hier die Upgrades noch rein, aber das mache ich jetzt einfach schon offscreen. Das ist ein. Was ist das für ein Upgrade? Ach komm, Quatsch. Was heißt denn, wir machen es offscreen? Klatschen wir es einfach noch rein. Wir wollen die Range um 1 erhöhen. Das heißt, Upgrade. Ein Lapis-Upgrade. Alles klar, bauen wir ein Lapis-Upgrade. Nein, wir brauchen zwei. Legen die rein, dann sollte der Planter. Ach, jetzt habe ich das Ding schon zugemacht mit Gravel. So, legen wir rein. Ist schon drin. Upgrade Lapis. Er hat sie geplantet. Wunderbar. Und hier sind schon wieder die Zombies unterwegs. Und wenn wir jetzt den Harvester noch ein Lapis-Upgrade geben und mit Bone Meal. Hallo, Escape. Und mit Bone Meal hier den hintersten Baum aufpumpen.
Wunderbar, funktioniert. Und in diesem Sinne, genau, haben wir jetzt unsere automatische Holzfarm. Wir haben die ganze Zeit genug Sprucewood. Und damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal beim Thermogenerator. Haut rein und viel Spaß. Ciao.